Wir zeigen euch nun unsere 5 Lieblingskräftigungsübungen. Denn die sorgen dafür, dass ihr sowohl kraftvoll als auch dynamisch laufen könnt. Erste Kräftigungsübung, das ist die Übung schlechthin, Squats, die gehört in jedes Athletikprogramm. Genau, auch unter Kniebeugen bekannt. Das stärkt die vordere Oberschenkelmuskulatur und den Hintern. Wichtig dabei ist, dass der Rücken gerade bleibt, Blick geht nach vorne und ihr fangt an mit 3x10 Wiederholungen und könnt euch dann je nachdem steigern, dass ihr 3x20 macht, 3x30 oder sogar 3x50. Die zweite Kräftigungsübung sind Ausfallschritte. Das ist eine sehr laufspezifische Kräftigungsübung, von daher optimal fürs Laufen. Das stärkt den Hintern wieder und die Oberschenkel. Wichtig dabei ist, da wir Läufer sind, nehmen wir die Hände wie beim Laufen mit. Das heißt, wenn das rechte Bein nach vorne geht, geht der linke Arm nach vorne. Rücken ist gerade und das kann man entweder erst rechts machen und dann links oder eben im Wechsel links-rechts. Auch da ist es wichtig, langsam sich zu steigern mit der Anzahl der Wiederholungen, weil es kann ganz schön Muskelkater in den Hintern geben. Am besten anfangen mit 3x4 jede Seite und dann nach und nach steigern. Die dritte Übung sind Crossfit-Sit-Ups. Die sind richtig gut für einen tollen Sixpack und gleichzeitig kräftigen sie die Adduktoren, eben weil man in dieser Position ist. Also die Füße sind aneinander, dann legt man sich mit dem Rücken auf den Boden, greift mit den Händen hinter den Kopf und dann bewegt man sich mit den Bauchmuskeln, genau, je langsamer, desto anstrengender wird es, nach vorne, tippt einmal vor die Fußspitzen und legt sich wieder zurück. Und das Ganze macht man wieder 3 Durchgänge und jeweils 10 Wiederholungen. Die vierte Kräftigungsübung, eine unserer Lieblingsübungen, Liegestütze. Das ist eine Ganzkörperübung, die trainiert den Trizeps, die Schultermuskulatur, die Brustmuskulatur, die gesamte Rumpfmuskulatur, weil man eben auch in dem Stütz ist. Dazu bewegt man sich nach unten. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule gerade ist, das heißt, der Blick zeigt nach unten. Und die Einsteiger-Variante, wenn man noch keine Liegestütze kann, funktioniert folgendermaßen. Die Knie sind am Boden und man geht dann in die Liegestützposition. Das Ganze machen wir wieder 3 Durchgänge, a 10 Wiederholungen. Oder wer geübt ist und schon richtig gut Liegestütze kann, kann bis zu 3x20 machen. Die fünfte Kräftigungsübung ist für die hintere Oberschenkelmuskulatur sehr, sehr wichtig für Läufer. Und dazu genau drücken wir die Hüfte nach oben, so weit hoch wie es geht. Optimal ist es, wenn es wie bei Lisa dann eine Gerade ergibt. Und dann nehmen wir erst den rechten Fuß nach oben, halten dies. Das ist meist schon für die meisten genug. Das heißt, wir halten das 30 Sekunden. Oder wer noch eine Stufe weitergehen will, bewegt das Bein Richtung Boden und hebt es dann wieder an und macht das Ganze 6 Wiederholungen pro Seite und dann die andere Seite und das Ganze 3 Durchgänge. Wichtig dabei ist, dass die Hüfte immer wieder ganz nach oben gestreckt wird. Das waren unsere Top 5 Kräftigungsübungen. Schaut euch doch auch unsere Videos zu Stretching und Lauf-ABC an.